was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror. Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal wieder eine Reihe, die ich euch zeigen möchte. Geht hier um den E100, der Grind dazu. E100, E75, Tiger 2. Davor ist der Tiger, VK 3601H. Der Sechser muss OP sein ohne Ende. Die Panzerung, ich bin letztes Mal vor 2 Wochen gegen den gefahren. Einfach nur krank. Der Tiger, geile Kanone. Tiger 2 wurde gebufft. Keine Ahnung, wie der ist. Ihr seht schon, ich habe hier 0 XP drauf liegen. Ist eine Zeit her, wo ich den gefahren habe, das letzte Mal. E75, den kenne ich. Der ist ja auch bis jetzt eigentlich gut. Und E100. Ja. Schauen wir mal den Tiger 2 an. Da geht es nur um die Kanone und die Panzerung. Jetzt nach dem Buff ist das einfach echt ein Monster. Die Stats könnt ihr euch ja alles selber rauslesen. Ich zeige es bloß nochmal kurz. 2,1 DPM. Brutal geiler Durchschlag. Braucht man einfach nicht so viel, nicht viel dazu sagen. 220 Turmpanzerung frontal, 160 Wanne. Sind natürlich Nominalwerte, sprich die angewickelten Werte sind natürlich noch besser. Die 75, die 10er Kanone, 2,2 DPM. Bisschen längere Aimtime, was finde ich ein bisschen schade. Das ist eigentlich so, die deutschen Kanonen sind eigentlich immer sehr, sehr präzise, gerade die Metereien. Da mal 0,4 oder 0,5 runter, wäre schon echt geil. 2,46 AP-Pen, APCR311, Alpha ist gut, Run Dispersion, also einfach alles fein. Unterwanne ist der große Weak Spot, ihr könnt schön Sidescrapen, der Turm natürlich hier frontal, diese Fläche, ne? Und der Cupola, schaut, dass er da nicht unnötig kassiert. Die Ketten sind so dick, ihr fangt da viel, wenn er richtig winkelt. Und letztlich, ne? Top of the Tree, E100. Es spielen alle mit der 15 cm. Ich kenne keinen, der hier die kleine von der Maus drauf macht. Macht auch keinen Sinn. Für das nimmt man sich ja den Panzer, ne? Mit meinem Setup 2,4, fast 2,5 DPM. 4,5 Sekunden Aimtime ist okay für das, dass 15 cm sind. Dispersion-Werte eigentlich echt okay. Für 15 cm Dispersion von 0,36, Entschuldigung. Pen ist okay. Ja gut, Alpha-Werte, ist jetzt nichts Besonderes dran. Boah, und in dem Sinne, hüpfen wir rein ins Gefecht. Was der E100 kann, ist HE. Und zwar gewaltig. Und das tut richtig weh. Und das tut richtig, richtig weh. Oh, und jetzt schauen wir mal. Wir haben hier 3 Heavies. Die haben auch 3 Heavies. Oh, das erste Match mit dem Tiger 2 seit Ewigkeiten. Mal schauen. Ich hoffe, unsere Mates stellen sie einigermaßen okay an. Okay, Gun Depression hat er fast keine. Okay, interessant. Oh, ich hänge hier an diesem Dreck fest. Kommt jetzt unser E? Ah ja, ich bin offen, okay. Ah, dachte schon fast. Okay. Hat die kleine Kanone drauf. Das könnte ein Hit gewesen sein, jo. Schau grad mal, dass ich den hier irgendwie pennen kann, aber da komme ich nicht durch. Keine Chance. Unser E75 müsste da vorfahren, theoretisch, aber es tut er nicht. Kollege, fahr doch vor. Fahr doch vor? Hallo? Weiß nicht, was er tut. Da ist unsere Chance zurückzufahren. Es steht nämlich 2-3. Wir müssen unbedingt was tun. Und da können wir jetzt richtig arbeiten. Dadurch, dass uns der E75 nicht hinten reinschießen kann. Ignorieren wir den mal, den Kollegen. Oh, da irgendwo reinhalten, aber ne. Ah, ist nix.
Der Meek geht jetzt raus, oh, das ist natürlich schlecht. Aber... oh, dass wir hier ein bisschen arbeiten können. Und jetzt hier zurückfahren. Mach jetzt den Safe, den Schuss. Weiß nicht, was unser Tiger 2... E75 stellt sich echt nicht helle an. Allem hat er eigentlich noch bessere Kanone als wir jetzt. Können wir jetzt einfach oben durch die Kupola schießen. Sieht nach einem Loose aus. Schauen wir mal. Schießen uns auch oben durch die Kupola. Schauen wir mal, ob wir damit ab hier durchkommen. Das wäre natürlich richtig nice. Ah, Kollege, irgendwann kommst du nicht mehr. Das ist natürlich richtig schlecht, vor allem ist jetzt er hier in der Flanke. Naja, war schlecht von mir, schlecht vom Team. Schade. Schade. Ich dachte eigentlich, unser Jagdtiger kann ein bisschen was, aber... 2-9er, die nicht helle sind, ist natürlich scheiße. 2-4 Damage, wo ist unser 9er unterwegs? Ja. Und sowas braucht man nicht anfangen, ne? Im T9er Bereich. Könnt ihr einpacken. Probieren wir mal. Nächstes 9er Gefecht, yay. Die haben jetzt ein Mäuschen und ein E75. Jetzt wird's interessant. Carnarvon. Ich habe jetzt hier eigentlich keine Lust, links zu fahren. Rechts zu fahren, sondern links. Auf der Map offene Fläche gewinnen und dann schauen, dass wir das über das Cap gewinnen oder weiß nicht, je nachdem wie auch die Gegner fahren. Aber ich denke mal, dass die sind langsamer und schwerer aufgestellt, wenn die rechts rumfahren. Da kannst du, glaube ich, lang spotten versuchen. Ich bin offen, okay. Kollege, nicht schlau, wenn da eine Ruhe steht. Vor allem die, der T49 kriegt. Ja, er rafft halt nichts. T49. Es wäre echt sehr verbindlich, wenn du irgendwie mal spotten würdest. Und nicht versuchst. Ja. Genau das, was eigentlich er nicht versuchen sollte. Fahren jetzt hier ran. Schauen wir mal, dass wir den. Hat die bessere Kanone. Das ist eigentlich so schade. Gehen wir rein. Ah ja. Ja, Winkel geht eigentlich ganz gut, seitdem der gebracht wurde. Was? Und sagen wir mal zurückziehen. Unser 9er ist eh tot. Und unser Team bewegt sich nicht. Das ist natürlich bitter. Ich hoffe jetzt mal, dass sich unsere Mates irgendwie mal dazu entschließen, sich zu bewegen, weil sieht jetzt eigentlich von der Map-Control her nicht sehr geil aus. Wir haben echt die schlechten Positionen. Ja. Hallo, ihr Clowns, bewegt euch doch mal bitte. Es wäre echt nice, wenn ihr nicht alle irgendwo reinjodeln würdet. Der nächste Kollege. Also die Penne ausreichen, jo, reicht auch. Für das Mäuschen reicht die Penne auf alle mal. Das Problem, das wir jetzt halt haben, ist, wir haben hier zwei Flanken, ne? Hier genau in der Mitte. Und die Kreppen an. Das muss da mal ein bisschen fallen. Ah ja, geht zu, klar. Ist klar.
Ja. Boah, Team pennt. Weiß nicht, was die tun, die Kollegen. Stellen wir mal einen neuen um. Wahrscheinlich landen wir jetzt im 10er Gefecht. E75, ja. Schauen wir mal. Ob wir mal zeigen können, was der Kollege vorher nicht konnte. Ah, 10er Gefecht, wie erwartet. Ja. Jetzt wird es halt schwierig. Wir haben E3, 268er und einen WZ. Das sind drei fette TDs und die kommen eigentlich easy going überall durch. E7, du wärst eigentlich. Hallo, Kollege? Error? Er fährt die Außenbahn an? Fährt er die Außenbahn an? Ja. Ich wollte eigentlich auch Außenbahn. Er fährt zu. Weißt du. Na. Bist du dumm? Wahnsinn. Kollege, von da hinten kannst du absolut nichts tun. Du kannst dich genauso gut am Map ranstellen. Mal, ob da irgendwas offen ist. Ob man da irgendeinen Schuss provozieren kann. Machen wir mal den nächsten Song rein. Ja. Wir sind alle drüben. Ist natürlich jetzt. Ich dachte gerade. Ja, ich drehe um. Das Thema, das wir jetzt halt haben, ist, wir haben keinerlei Map-Control, wir haben keine Ahnung, wo die sind. Ah doch, 6 Stück. Da fehlt nur noch einer, wo ist der letzte? Was fehlt da? 268 da, glaube ich. Ne, ist auch offen, okay. Schauen wir mal. Ah ja. Okay. Machen den sicheren Damage dann lieber. Unser VK ist echt nicht die hellste Birne auf der Leuchte. Wahnsinn. Oh, das wäre echt geil, wenn ich hier Support hätte, ne? Der ging irgendwo in die Weltgeschichte und jetzt bin ich am Arsch. Weil unser VK aber auch echt pennt. Hier da steht zwar noch eine E7, aber ich will dem jetzt eine drücken. Er hat, okay. Kommt da nicht durch. Was die Kollegen aber auch da hinten suchen. Was machen die denn da? Steht zwar 4-1, aber gefühlt haben wir absolut keine Map Control. Stehen ja zu dritt, zu viert an der Ecke. Ja, prallen gegenseitig voneinander ab. Also Panzerung ist schon da. Aber ich will jetzt da trotzdem nicht reinwesten, nur damit ich Damage kriege. Aber Kettenrad E3, richtig gut. Na komm. Richtig schlau, Kollege. Ah, die ES7 da hinten. Kommt mir noch einmal penetrieren, nimmt natürlich alles raus, was irgendwie kaputt gehen kann. Oh. Team war dann doch irgendwie da. Komisch. Das andere Gefecht haben wir nur gewonnen. Ja, sehr schön. Hast du doch noch was auf die Reihe gebracht, die Neuner? Boah. WT. Ja. Ne? Wenn ihr so einen Neuner habt, dann seid ihr echt aufgeschmissen. Boah, E100. Schauen wir den mal an.
wichtig beim E100. Ich glaube, ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht. Turmwinkeln. Wenn ihr es nicht versteht mit Turmwinkeln und Wannewinkeln, dann lasst die Reihe. Die ist nichts für euch dann. Die, definitiv keine Beginnerei. Also absolut gar nicht. Das werden wir jetzt auch gleich sehen, wenn die da oben alle stehen. Und dann sich der Halldown gegeneinander ausgespielt wird oder versucht auseinander zu spielen. Wir haben hier schon mal einen WT, der, naja, eine sehr schlaue und interessante Position einnimmt, okay. WT, du stehst da eigentlich scheiße, um mal ehrlich zu sein. Hallo. Jetzt da gerade mal auf die Seite. Ja. Abwarten. Ja. Alle zeigen ja auch weg. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und so absolut gar keinen Sinn, wenn ein WT hier komische Faxen macht. Ich würde hier dann lieber rechts lang fahren. Was soll er hier seine Position halten, wie er lustig ist? Das wird ihm leider nichts bringen. Mal weg, der Kollege. Oh, den mal mit HE raus. Wir reden jetzt einfach mal. Jetzt hier Land gewinnen. Mal aus der Fahrt reingeben. Ja, die pushen jetzt hier oben auch richtig schön. Sehr nice. Schon mal gut, dass die da pushen. Er fährt jetzt natürlich da nicht runter, oder? Fährt er runter? Ich hoffe nicht. Legefahrt zurück, komm. Wollte eigentlich ja nicht drücken. Ah, halt so. Schade, keine Hitpoints mehr übrig gewesen. Bisschen zu lange vorne an der Ecke gestanden. Das war jetzt echt doof. Ja, dachte auch nicht, dass der da so. Der WT da so komisch rum. Flaxt. Boah. Boah, ich würde sagen, war eigentlich schon alles zu der Reihe. Der E100 eigentlich der schwächste von den Zehnern hier. Ich habe frontal halt diesen riesigen Weak Spot. Das ist komplett Weak Spot, Unterwanne Weak Spot. Also definitiv kein Beginnerpanzer. Wer auch immer sich das einbildet, den als erstes grinden zu müssen, halt stopp, Tiger 2 und stopp. E75 erfordert dann schon echt Erfahrung, um da auch vernünftig spielen zu können. Und auch im Team Nutzen zu sein und Kalast. Und wenn ihr das nicht richtig könnt, dann lasst das. Ich hab das vorher gegen den E3 gesehen. Der war da echt verzweifelt an der Situation, ne? Aber wenn ihr das nicht könnt, dann lasst es lieber. Das macht gar keinen Sinn. Ja, und in dem Sinne, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr es gerne drunter schreiben. Wenn es Anregungen gibt, natürlich auch gerne. Wenn es Ideen gibt, was man noch machen kann. Ja, und dann wünsche ich euch was und bis dann. Tschüss.